Eis dürfen wir noch. Märchenstunde. Vom Franz Josef Degenhardt. Leider auch schon länger verstorben. Und nicht nur Märchenstunde, wir verraten euch, wer Schuld hat. Wir verraten euch, wer schuld ist, wenn morgen schon die Schule rennt, ein Pfarrer aus der Kirche rennt, ein Hund durch ein Museum fällt, ein Schutzmann in die Schlüpfe fällt, wenn er fliegt aus Wert, der niemals trinkt, noch am offenen Graben zu lachen fängt. Wenn der Mond sich vor die Sonne schiebt, ein Greis, ein Mädel zu 17 ihn, ja da haben ich mal kaum mal wieder. Bin mit jedem verwandt, doch bleibt mein Name ungenannt. Ich bin gut, dass niemand weiß, dass ich schon beschließlich weiß. Soldaten, wenn sie vor der Schlacht nicht rückwärts lauern und ganz sacht die Waffen von den Schultern ziehen, ich glaube, dass uns Feinde fliehen, wenn der Richter vorm Automaten steht, seine Blechknopf frisch in den Fingern dreht, seine Frau schon ziemlich angegraut, verfolgt nach Italienern schaut, die Lacken um die Jippel gehen und stark aus. Thank you.
Vielen Dank.